Seid gegrüßt, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. Okay, die nächste Hürde wird es sein, einen Big Daddy zu töten, um damit an die Little Sister und, ja, deren Adam zu kommen, beziehungsweise zu unserer Belohnung. Leiche? Leiche. Ich wollte noch irgendwo hin, wo war denn das nochmal? Irgendwo hatte ich hier noch ein, ich hatte beim letzten Mal, als ich mir noch meinen anderen Part durchgeschaut hatte, ich nämlich was vergessen. Warum sind hier schon wieder... sind hier wieder welche gespawnt? Und zwar... hier wollte ich eigentlich noch hin. Schlüssel... du brauchst den Schlüssel zum Chompers Dental Office. Okay, wo finde ich den? Ah! Ah! Nein! Oh, wo ist mein Gatherer's Garden? Ich brauche meine Telekinese. Wo war denn der nochmal? Warte mal, wir haben eine wunderschöne Karte. Gatherer's Garden wäre da. Das heißt, ich müsste einfach nur hier durch, ne? Ja, ganz genau. Ah ja, ich erinnere mich. Okay, dann tauschen wir, dann bin ich nochmal fix durch. Nein, wo war denn das nochmal? Oh, ich rotz. Leute, wie konnte man das denn nochmal... okay, dann... wo konnte man das jetzt nochmal umändern? Gatherer's Garden, dachte ich, war das doch. Was ist denn New Invent? Das ist ja ärgerlich, ne? Ich dachte, ich kann das da noch umtauschen. Okay, ja, das wird jetzt eine harte Sache. Ich würde sagen, ich setze ihn einfach mal anfangs ein bisschen in Brand und dann sollten wir auch rennen. Am besten in eine richtige Richtung. Der ist nicht ohne, der haut richtig rein. Wenn der mich erwischt, dann ist Feierabend. Und zwar richtig. Eine Personenmine? Ich glaube, das war nicht so sinnvoll, oder? Da, warte. Wo ist mein... da. Komm mal her. So. Kämpft mal bitte gegeneinander. Wo ist meine... da. Ionischer Schrot, genau. Seht ihr, wie wenig der verloren hat? Und laufen. Oh, dieses Verlangsamen, das ist so schlimm. Boah. Aber zum Glück. Okay. Tür öffnen. Zum Glück wird seine Energie nicht resettet. Mann, ich bräuchte eigentlich. Habe ich denn noch eigentlich hier mein Geschütz? Das hatte ich doch auch noch übernommen, ne? Das war hier auch noch irgendwo. Nein, ich stehe über dir. Lauf nur weg. Und hier wird nie etwas. Wo ist, nee, die suche ich nicht. Ich brauche euch mal. Wo ist der Big Daddy? Gibt's doch nicht, wo ist er denn hin? So, klappt euch. Ich finde euch, ich finde den Big Daddy nicht. Ich wollte die eigentlich zu ihnen locken, damit die sich jetzt da ein bisschen austoben. Ja, ich höre schöne Geräusche. So, jetzt müssen wir uns natürlich wieder auf die Suche begeben.
die Personen waren, Minen waren, glaube ich, nicht so prall gegen den. Ich glaube, da bräuchte man wirklich diese Brecher an Munition. Ich weiß nicht, diese gegen Rüstung etc. Da ist er ja. Oh, das ist bitter. Also das ist eine echt bittere Attacke. Eine wirklich bittere Attacke. Boah. Eieieiei. Oh, das ist schlecht. Panzer brechen, die meinte ich eigentlich. Oh, fucking Bouncer. Immer wenn jemand einen anderen seine so erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstständigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deine Nächsten. Nicht traurig sein, ich rette dich, meine Kleine. Doch. 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 Sehr schön. Denk nur danke an dich selbst, begonnen. Danke. Okay. Haben wir. Ja, okay, wir haben letztendlich alles hier. Ich würde jetzt aber echt gerne noch. Wo war denn der Shit jetzt hier nochmal? Ich konnte doch eigentlich. Schätzchen? Ja. Scheiße weh, Mann. Ich dachte, ich konnte an meinen Energienbank konnte ich das doch eigentlich. An Gatherers Garden, da kann ich leider irgendwie mein Dings ja gar nicht umändern, ne? Mein Plasmid. Oh, ist das scheiße, Mann. Aber hätte ich mal die Telekinese aufbewahrt. Aber vielleicht kann ich auch wieder zurück. Später. Wenn ich jetzt im nächsten Levelabschnitt gehe. Gatherers Garden. Genbank. Genau, Genbank. Da will ich hin. Wo ist die fucking Genbank? Hier gibt's keine Genbank. Holy shit, Mann. Oh, wie ärgerlich. Okay, dann muss ich einfach hoffen, wenn ich jetzt die Genbank im nächsten Levelabschnitt finde, dass ich dann auch wieder zurück kann. Okay, hier spawnen sie nochmal ein, aber die machen wir nicht, weil. Du liegst etwas komisch da. Du auch. Wie in so einer Klagemauer, ne? Bist du wieder am Notzugang? Jo. Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Boah. Ist die hier schon wieder spawnen? Oh Gott, oh Gott. Ich bin hier weg. Tschüss. Ach scheiße, ich muss hier erst oben öffnen. Ah. Der Plasmid Blues. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Ja. Komm jetzt drüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Kann ich auch wieder zurück dann? Anscheinend, wenn ich jetzt hier ein Auswahlmenü habe. Weil den Schlüssel würde ich mir mittels Telekinese gerne holen. Weil da war ich nämlich auch noch nie drin, ne? Ich meine, ich habe es ja zweimal durchgespielt, aber anscheinend habe ich wirklich so zwei Bereiche. Einige Bereiche. Komplett außer Acht gelassen. Okay. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen.
Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Okay, aber erstmal wollen wir hier mal was hacken, ja? Hecke, Hecke, Kuchen. So. Das brauche ich nicht. Das hätte ich gerne. Das Röhrchen hätte ich gerne. Dann hier hoch. Die nächste Ausfahrt links. Dann wieder hoch. Zack. Und einen Graden hätte ich gerne noch. Da. Perfekt. Gut. Aber erstmal, ganz wichtig, Gen-Upgrades. Ich hätte gerne das Abfackeln hätte ich gerne ersetzt durch Telekinese. Pom pom. Willkommen im Zirkus der Werte. So, okay, dann können wir jetzt hoffentlich nochmal zurück, ne? Weil ich würde, wie gesagt, echt gerne diesen Schlüssel holen. Möchte ich aber. Medical Pavilion, ja. Warum warnen die mich denn bitte? Ich wollte gerade protestieren, ne? Ja, ich bin doch da richtig, ne? Erstmal einen Schluck trinken. Genau, doch, ja, klar, sicher. Okay, wunderbar, dann kommen wir nochmal zurück. Ach, Quatsch. Ja, sorry, dass sich das jetzt hier gerade etwas mit der Laufreihe ein bisschen hinzieht. Der Parasit hasst drei Dinge, den freien Markt, den aber freien Willen und freien Menschen. Ich hätte echt gern noch gewusst, was da drin ist. Das interessiert mich jetzt. Und ist ja auch nicht so, dass unser Protagonist langsam läuft, ne? Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Weine nicht. Oh. Hallo! Hallo! Kein Interesse! Okay. Das sollte doch jetzt funktionieren, oder? Geil! Cool! Oh Gott. Ja, dann machen wir das halt fix, damit wir unsere Ruhe haben. Du kommst. Zack. Dann. So. Und so. Zack, 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 zack. Jetzt brauche ich wieder einen Geraden, ne? Zack. Nein, Schwachsinn. Wo ist er denn? Da. Und sowas. So. Dich schrei dich auf. Nee. Warum zögerst du das Arm wieder aus? Okay. Mach es sauber. Sehr schön, sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Aua. Oh, da geht's auch noch nicht. Gehen wir lieber in Deckung. Lebst du noch? Warte mal. Dann halt nicht. Okay. Der ist futsch. Wo ist die Dame? Da. Oh! Oh! Das war mies. Ja. Zweimal? Nee, eine. Scheiß drauf, komm her. Oh, ein Safe, geil. Ah, komm, hacken wir auch so. Haben wir die Kohle. Schick. Schick, schick, schick. Was war das? Ein
Schrot. Ich glaube, ich habe Hallus gerade. Okay. Ja, schön. Hat sich doch gelohnt, möchte ich meinen. War jetzt nicht so verkehrt, dass wir nochmal zurückgerannt sind. Wirklich nicht. Okay, dann wird es mal Zeit nachzuladen. Und wieder zurückzugehen in den neuen Abschnitt. Tschüss! Unser Bouncer. Bitte hauen Sie ab. Ich brauche Unterstützung. Naja. Ich kann nichts dafür. Ich bin so geboren worden. Es tut mir leid. Ja. Okay, jetzt geht's aber weiter hier. Neptunes Bounty. Ich muss gleich mal schauen, wie viele Big Daddies und Little Sisters haben wir denn da. Und eine Belohnung bekommen wir eigentlich auch noch, ne? Da war was. Eigentlich müssen wir noch eine schöne Belohnung bekommen, ne? Weil wir sie ja gerettet haben. Okay. Wir werden aber gleich nochmal die Telekinese austauschen. Und zwar, das machen wir, nee, das behalten wir, die Telekinese gegen Abfackeln. $9, dankeschön. Okay. Weiter geht's, Leute. Also ich bin ja gelernter Gärtner und ich empfinde das hier nicht als Garten. Nicht mal ansatzweise. Und ich weiß, wovon ich rede. Das ist nichts, das ist Geröll. Das ist Bullshit. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Die muss auch keine Rosenblätter über mich streuen. Dann hacken wir mal wieder. Ah ja, komm, jetzt wird's immer teurer. Für $10 hätte ich es ja nicht gekauft, aber für 28? Nee, nee, nee. Also ich lasse mich ja nicht ausbeuten. Okay. Ah, shit. Eine Sperre. So, du dann dahin. Okay. Warte mal, wie viele Little Sisters? Alter Vater, 3 waren hier. Und nochmal Kommentar des Regisseurs. Okay, dann müssen wir uns mal gut umschauen. Okay, da ist Big Daddy Nummer 1. Allerdings. Und, wow, Kollege, ja. Das ist diesmal ein anderer. Das ist ein... Ach, steht da nicht. Müssen wir ihn erst töten, müssen wir. Also es ist kein Bouncer, es ist diesmal ein Big Daddy mit einer Schusswaffe. Jetzt auch in sich, weil ich sehe da was blinken. Cool. Ey, je öfter ich das spiele, desto mehr kriege ich auf die Fresse. Und cool. Ich hätte doch mal Dings nehmen sollen, ne? Scheiße, wie komme ich denn jetzt hier hoch, Mann? Ich lass mich mal töten, ich habe eine andere Idee. Danke. Und zwar, ich würde es ja gern hacken. Dementsprechend werde ich mich jetzt wiederbeleben lassen. Und pom 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 werde mir... Quatsch, nicht Zorn. Doch, Zorn wollte ich noch. Ah, Mann. Zorn und... Elektrobolt. Okay. Jetzt können wir weitermachen. Weil das hätte ich wirklich schon gerne gehackt. Weil letztendlich muss ich mir irgendwie alles in meiner Umgebung, ja, aneignen, das mir gegebenenfalls helfen. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut.
Man darf hier sich wirklich nicht zu doll nähern. Okay, komm mal her. Bin ich schnell genug? Komm schon, komm schon. Oh. $12, ach komm. Wir haben es ja. So, dann haben wir das schon mal. Sehr schön. Das wäre so eine Gasflasche. Da hätten wir jetzt gut Telekinese nutzen können, ne? Ja, mir fehlt wirklich noch einfach ein Plasmid-Slot. Ist nun mal leider so. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Bandagen. Ansonsten... Ist das Eis? Soll das Eis sein? Wenn das jetzt wieder Eis ist, ne? Und... Oder soll nur Schlamm sein? Ich glaube, das soll nur Schlamm sein. Okay. Also, wie kommen wir jetzt am besten... Fischi, Fischi. Okay. Da hinten ist noch was. Da hinten sehe ich noch... Achso, und ich dachte, das wäre auch noch ein Geschütz. Ist es aber gar nicht. Aber warum blinkt das so komisch? Ja, bitte? Ich befolge alles Medical Expert. Verbessert Ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund, den Medical Expert. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Machen wir mal so. Ihr macht das mal, ne? Ihr macht das mal unter euch aus. Wow. Okay, wo ist der Big Daddy? Sag mal, klemmst du da fest? Die klemmt unter dem scheiß... Unter der scheiß Helpstation fest. Wow! Okay, jetzt wird's böse für ihn. Wow. Alter. Okay, jetzt ist er... Ich musste nicht mal was machen. Die klemmt da mit dem Hals fest. Ja gut, ich rette dich dann nachher. Oh. Okay, ein bisschen hat er ja was abbekommen. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht... Das ist ja geil, dass die da jetzt feststeckt. Da eigentlich auch nicht, aber... was haben wir denn noch so? Ja, warte mal, wir haben mit Telekinese, ne? Nee, das war ja Athletikroboter. Fuck, ich helfe. Auf den Kopf! Okay, da schmeißt nämlich auch Granaten. Versuche ihn mal ein bisschen hierher zu locken, damit er vom Geschütz erfasst wird. Kommst du? Alter! Das ist doch noch ein Geschütz. Ich werde bescheuert. Das ist meins. Alter! So, mach mal bitte deinen Job. Fass ihn nicht an! Was denn? Drama! Ich möchte doch hier nur wieder hoch! Was ist das denn hier? Oh. Das Weitere sind alle Taukugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan sein Führungskreis sich frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Taukugeln fahren. Ja, das ist doch eine sehr schöne, eine erfreuliche Nachricht, ja. Möchte ich nicht! Behalt sie! Behalt sie! Ja, das ist nicht.
zu leicht. Jetzt muss ich schon wieder von hier starten. Auf mit deiner fröhlichen Musik. Ja, also dass sie da jetzt feststeckt, das ist natürlich weniger prall. Oh, sie hat sich befreit. Ich weiß noch nicht wie, aber sie hat es. Warte mal. Also bloß nicht reinlatschen da. Ja. Wo ist jetzt der Big Daddy schon wieder hin? Erstmal hier muss ich ein Wörtchen mit denen reden. An die Personenminen. Die sollten auch jetzt... Kiste mit Granaten, die sollten auch jetzt rein... Wo sind die denn alle schon wieder? Da. Die hauen richtig gut rein. Da. Ich bin's, Kollege. Hallo. Na, alles gut. Warte mal. Warte mal, die können wir doch hierher locken, oder? Komm mal her. So, jetzt locken wir den ein bisschen zurück. Aua. Auf den solltest du jetzt nicht zielen. Aber warte mal. Nein, ich darf sie ja nicht töten, ne? Habe ich auf die Gasflasche... Ich weiß nicht, ob dann die Little Sister dadurch getötet wird. Ich lasse es lieber. Ich weiß es nicht. Wo ist jetzt... Da. Eieieiei. Was sind das? Lenkraketen? Danke. Oh, hier, Kollege. Ach, daneben. Okay, kommen Sie mal mit, junger Mann. Boah, ich krieg hier echt auf die Schnauze, ne? Ich bin's nicht. Der andere schießt. Oh, jetzt bleibt er da unten. Ich werde bescheuert. Sag mal, ist die bald mal fertig da? Wie, kein Bumm? Wieso gibt's keinen Bumm? Warum läuft der denn jetzt da rund? Hallo? Da, jetzt, genau. Auf ihn. Auf ihn, nicht auf mich. Mann. Gibt's doch nicht. Warum geht er jetzt nicht drauf? Habe ich die Genbank? Oh, es hat funktioniert. Sie lebt. Keine Sorge, ich rette dich. Geschenk? Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Tannenbaum möchte dich belohnen. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei Grazers Garten findest. Ja, dann hol mir mal dein Geschenk. Los, los, los. Beweg deine Füßchen. Oh, Tannenbaum. Chips. Er lebt aber lang. Wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstständigkeit. Holst du mir jetzt mein Geschenk oder holst du mir jetzt mein Geschenk? Die haut einfach ab. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Soll ich hoch? Komm, ich helf dir. Da gehst du hin? Ja, okay.
schlüpft halt durch die Wand durch. Durch die Texturen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich habe es länger nicht mehr gespielt. Ich bin gerade etwas irritiert und ich weiß, dass ich keine... Ich habe mich gerade so hohl angestellt, ne? Ach, da! Oh, ich bin voll vorbeigelaufen, ne? Und du hast jetzt auch wieder ab, ne? Ja gut, alles klar. Dann schaue ich mir das mal an. 200 Adam, Hypnotize, Big Daddy und 12 panzerbrechende Munition. Du hast deine erste Belohnung von Tenenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. Das ist richtig geil. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. Ja, das ist richtig cool. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist jetzt ein Plasmid-Slot. Bot, One-Slot. Okay, das heißt... Hä? Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht! Hä? Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir denn hier noch so? Machine Buster wird den Schaden, den Sie Kameraspots und Geschützung zufügen. Du hättest ein wenig zusätzliche Konsumenten von Snacks und Bandagen, Körperpanzer zu bringen, alle physischen Schäden, Winterblast. Lasse deine Gegner an Ort und Stelle gefresst fieren, zerschmette sie in 1000 Stücke, wem würde das nicht gefallen? Ziel-Dummy, erzeugt einen Körper, der Angriffe von dir weglockt. Sonic Boom, schleudert Kreaturen und Objekte mit einem Energiestrahl zurück. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wenn Haltrufen nicht mehr funktioniert, ist es gut zu wissen, dass man noch ein Abwehrmittel im Petto hat. Sonic Boom, wenn aus dem Schubsen ein Schmettern werden soll. Bekämpfen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurricanes. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. Ja. Okay, was haben wir noch? Eve Upgrade. Hört ihr Maximum Eve? Ja, okay, das habe ich jetzt übersprungen. Nutze deinen eben gekauften Slot, um ihn mit etwas zuvor gelagertem auszustatten. Aber das. Achso, da, noch was. Nein! Körperpanzerung. Ja, komm. Ja, passt schon. Okay, das haben wir. Pom, 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 pom. Dann hätte ich jetzt gerne noch. Das kann ich jetzt zwischen Telekinese, Zorn, Abfackeln, Zorn. Abfackeln. Okay. Ja. Dann haben wir das. Elektrobolt, das ist. Die Big Daddy zu öffnen, der Sonic Boom. Boah, das verbraucht aber richtig. An das Plasmid kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, ne? Ja, okay. Ach, komm, hacken wir. $66, ne, das kaufe ich nicht auf. Da hacke ich mich lieber mal durch. Das ist schlecht. Das ist schon wesentlich besser. Das ist auch ganz nett. So, dann müssen wir jetzt aber hier hoch. Da. So, so und so. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall, sind jetzt in jedem Fall Verbandskästen. So. Was ist das denn? Das kann ich doch nehmen, oder nicht? Da! Ionischer Schrot. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Was haben wir hier? MG-Patron. Immer her damit. Pistole. Nehme ich auch. Was haben wir hier noch?
Wunderbar. Mission ohne Ende. Was haben wir hier? Da oben liegt auch noch was, ne? Da komme ich natürlich nicht hin, aber wir haben ja keine Telekinese. Oh. Okay, fuck auf diesen Elektrobolt. Ich hole mir jetzt die Telekinese. Pom, 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 pom. Das ersetzen wir durch Telekinese. So, zack. Und dann springen wir mal hier runter. Bin ich hier richtig? Oh! Warte mal, das kann ich auch hacken, ohne dass... Ja, genau. Wunderbar. Dann hacken wir das auch nochmal fix. Also, ja, was ich jetzt nicht so cool finde, dass sie wirklich ein bisschen kreativer hätten sein können, was die Rätsel hier betrifft, beziehungsweise das Hacken betrifft. Dass sie da unterschiedliche Aufgaben rein implementieren. Nicht nur immer Rohre verlegen, sondern mal irgendwas anderes. Keine Ahnung, irgendwas mit Zahlen oder so, was weiß ich. Sag mal. So. Und so. Okay, das haben wir auch. Das möchte ich gerne noch einmal... Ach so, wäre ich auch hingekommen. Limit erreicht, Schrot. Was ist das? Ja, ich habe mein Limit erreicht. Oh! Ich werde Bescheid. Maschinengewehr, geil. Defekter Sicherheitsport, immer her damit. Oh, wieder. Das ist schon ein bisschen nervig. Da hätten die wirklich etwas kreativer sein können. So, zack. So, zack, 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 zack. Jetzt brauchen wir das Röhrchen und das Röhrchen. So, dann komm mal ran hier. Bisschen Unterstützung ist nie verkehrt. Wir gehen gleich noch dahin, keine Sorge. Aber ich möchte mich hier auch noch ein bisschen umschauen. Wobei, hier waren wir schon überall, ne? Da waren wir, da waren wir. Okay, alles klar. Gehen wir einfach weiter. Hallöchen! Was haben wir denn hier so gerade an... Da. Oh, hast du mich erschreckt. Hacken. Wieso kann ich denn das nicht mal aufkaufen? Achso, weil ja, weil ich vielleicht kein Geld habe. Wäre eine Option, ne? Wir hacken wie Weltmeister hier, ne? So, da hoch. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Da kann ich das Limit erreicht. Ich klopfe mal an. Guten Tag. Ja, okay. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Richtig. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Anscheinend. Wow! Hilfe mal, Kollege. Oh, das kam gerade total überraschend. Oh, hält die aus. Oh Gott, okay. Ich habe sie voll gegen die Wand geschmettert. Deswegen habe ich das Gefühl, dass... Das ist nicht so cool. Probier's mal mit Abfackeln. Wo ist er denn? Der Sieg. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Antipersonenminen.
Kann ich sie nicht erwischen? Hinterher, Kollege! Den schaffst du nicht. Sieh mal auf dem Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Ja. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Kamera? Und denk daran, mein Freund. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ja, sicher, natürlich. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Ja, sicher. Wie kann ich denn eigentlich meine... Achso, und die Kamera muss ich ja erst holen, ne? Das bewahre ich mir mal schön auf. Sieht so aus, als wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, wenn sie den Bauch aufschnitt. Ah, okay. Okay, das war ganz cool. Ich folge deinem. Hilfe! Oh, ich brauch mehr Freiraum. Was? Kommt ihr denn alle her? Jetzt hätte ich natürlich gerne Zorn. Moment, das müssen wir nochmal eben ausdiskutieren. So, ihr brennt jetzt schön weiter, ja? Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Oh, danke. Oh Mann, ey. Panzerbrechen bringt nicht so viel, ne? Oh, doch. Ist sogar gar nicht mal so schlecht gegen die. Aber... Oh, komm, jetzt hau einfach mal hier auf die Kacke. Hat was gebracht? LOL. Oh. Ich sehe da was. Nee. So, ich hätte gern das da unten. Wie komme ich denn da hin? Ich müsste irgendwo längs krabbeln. Wo krabbel ich da? Am besten dahin. Also ich entdecke hier immer wieder neue Stellen und Passagen. Das ist ja echt interessant. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Guten Tag. Wahnsinn! Wen haben wir denn hier? Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Oh. Da versteht sich wer nicht gut. Bäm! So muss das sein. Aber das verbraucht unglaublich viel Eve, ne? Das ist nicht mehr feierlich. Was? Ich hab dein Baby nicht. Ich glaube, da werde ich vielleicht doch dazu zu dem Abfackeln greifen. Hier habe ich das Gefühl, ich renne auch schon wieder viel zu schnell durch. Man hätte ja auch leicht Kartoffelchips besiegen können.
Das ist schon wieder so ein Brutalo. Ey, Kollege? Das kann ich auch. Eigentlich hätte ich die Granaten echt gegen die nächsten Big Daddy aufbewahren sollen, aber egal. Diese Nitro Splicer gehen mir übelst auf den Sack. Kontaktmine. Nehme ich auch gerne. Ich muss echt mal meinen Schrot verballern. Sorry, aber ich habe anscheinend echt immer. Ich bin hier immer am Limit. Da ist der nächste Big Daddy. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Und daraus hat sie dann wahrscheinlich ein Heilmittel. Ich habe niemanden angefasst. Heilmittel bastelt. So, ich werde jetzt auch an der Stelle einen Cut machen. Beim nächsten Mal werden wir uns den nächsten Big Daddy vorknüpfen und wir müssen auch irgendwo noch den Kommentar des Regisseurs finden. Aber das alles und viel mehr im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock Remastered. Hau rein, bis dann und ciao.